mit der nötigen Fantasie eines erfinderischen Reichtums. Möge Gott uns segnen. Die Welt ist ein Spiegel der Größe und Schönheit Gottes. In einem jeden Menschen hat er sich bleibend verewigt. Gesichtszüge jedes Menschen lässt er sich erahnen. Durch die Wirklichkeit des Alltags berührt und umarmt er uns. Du wächst in uns die Sehnsucht nach einem Leben im Reich deines Vaters. Herr, wir beten dich an. Alle, die in Bedrängnis sind, können auf deine Gegenwart hoffen. Herr, wir beten dich. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Heiligen Geist bestärkt wurden. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind am Ende unseres feierlichen von Leichnams Gottesdienstes angelangt. Es ist an mir, ein herzliches Wort des Dankes zu sagen für Ihre Teilnahme, für Ihre Mitfeier, dafür deutlich, dass wir deutlich gemacht haben, dass wir in dieser Stadt für diese Stadt und für die Menschen da sein wollen und für die Menschen beten. Kyrie eleison.